So, Freitag 10 Uhr. Wir treffen uns heute nicht zum Live-Talk, sondern wir haben dieses Video vorab aufgezeichnet. Aber trotzdem haben wir heute ein ganz spannendes Thema am Start, nämlich wir besprechen heute die Struktur deiner Webseite. Die Webseitenstruktur ist nämlich ein ganz starkes SEO-Kriterium für Google, denn Google findet sich nur zurecht auf gut strukturierten Webseiten. Und deinen Besuchern geht es sicherlich auch so. Wenn eine Webseite schlecht strukturiert ist, dann findet sich auch ein Besucher nicht gut zurecht. Genau, so erstmal guten Morgen auch von meiner Seite. Und das Thema heute ist super spannend, weil wir ja auch ein Thema mitgebracht haben, was wirklich für jede Webseite gilt, egal wie groß oder wie klein sie ist. Ob du jetzt eine Seite hast mit ganz wenigen oder eine Site mit ganz wenigen Seiten oder ob du wirklich eine riesengroße Seite hast, das ist egal an der Stelle. Die Struktur ist der Kernpunkt von dem Ganzen. Aber bevor wir da richtig tief einsteigen, wollte ich dich fragen, warum oder wie Google eben diese ganze Struktur, wie es das versteht und wieder, warum das eben so wahnsinnig wichtig ist. So gerade so dieses ganze strukturelle Thema, weil ich weiß ja, dass viele Leute sagen, boah, ich schreibe einen Blog und dann setze ich das rein und dann gucke ich mal und dann kommt das zu Google oder auch nicht. Also wie funktioniert das so ein bisschen im Hintergrund? Kannst du da noch mal vielleicht so ein paar Infos geben, wie das ist? Genau. Der Google Crawler, also Google bedient sich ja kleiner Maschinen. Diese kleinen Maschinen lesen die Webseite aus. Wir sprechen da von einem Crawler oder auch von einem Spider. Das muss man sich eben so vorstellen, wie kleine Maschinchen, die da über deine Webseite gehen. Und wenn das da hin und her geht und quer durcheinander, wie quer durch so ein Gemüsebeet, dann mag der Google das gar nicht, weil er da diese Inhalte deiner Webseite gar nicht richtig erfassen kann. Und deshalb ist es halt wichtig, wirklich in Strukturen zu denken. Im Bereich von SEO sprechen wir da auch ganz gerne von Containern, von Silos oder im Englischen, dann in der englischen Sprache heißt das auch Siloing. Das ist halt so eine ganz wichtige Maßnahme, um deine Webseite zu strukturieren. Und dazu überlegst du dir im Vorfeld, also schon während du deine SEO-Strategie erstellst, welche Themen du überhaupt bedienen möchtest. Also in welchen Themenbereichen bist du unterwegs? Du hast natürlich dein allgemeines Business ganz groß. Zum Beispiel bei uns als SEO-Agentur ist das erstmal Online-Marketing. Und dann geht es aber eben in diese einzelnen Unterthemen. Und die erarbeitest du dir im Vorfeld, bevor du deine Webseite erstellst, dass du genau weißt, welche Themen möchtest du bedienen und auf welche Suchbegriffe möchtest du zu diesen Themen gefunden werden. Ja, also letztendlich ist ja so, man fängt ja eine Webseite, man arbeitet ja die Struktur zuallererst aus, ne? Also das ist dann wirklich so auf dem blanken Papier, dass man sagt, okay, wo will ich hin? Hier habe ich, das ist ja mein Ziel, dass ich hier bei diesem Keyword ranke und dann baue ich hier mir erstmal auf dem Papier oder eben auf Tools, das zeigen wir gleich, baue ich mir erstmal so eine Struktur zusammen, ne? Und ansonsten, wenn man einfach völlig wüst arbeitet, ich zeige mal Genau. das Bild, ja. Da, kann ich das schon zeigen? Ich habe Zeig das hier nämlich, mal. ja, ich habe nämlich ein schönes Bild vorbereitet, wie es ist, wenn man unstrukturiert arbeitet versus Struktur. Und das kennen ja auch alle, was ich jetzt hier einbinde. Pass auf, jetzt kommt's. Genau. Das kennt, glaube ich. Warum steht das bei mir eigentlich, das Unaufgeräumte? Das Das habe steht ich auf nicht. deiner Seite, genau. Das habe ich echt nicht Wir wollen gesehen. jetzt keine Internas verraten, Ah, aber es Moment, ist ja Moment. so. Wir blenden das aus. Hier, guck mal, ich kann ja Klick und Klack, da habe ich. Ja, genau, aber jetzt nicht tauschen. Also, Nee, viele Webseiten sehen leider Gottes oft so aus wie die Abbildung auf der linken Seite. Also es werden einfach Inhalte produziert, auf die Webseite gestellt und nicht ordentlich eingebunden. Das ist halt schon ein Problem. Da finden sich dann eben auch nicht die Besucher zurecht und schon gar nicht der Google-Crawler. ja. Und eben die rechte Seite, wenn das schön zusammengelegt ist und strukturiert, theoretisch hätte man das hier natürlich noch nach Farben
sortieren können, denn ein Thema, also Themen gehören ja zusammen. Ich spreche da auch ganz gerne davon, dass man Themen clustert. Ja. Also gewisse Unterthemen, gewisse Begriffe, die gehören ja zu einem Thema und das fasst man halt zusammen. Und das passiert alles im Vorfeld, sodass alles schön sortiert, wie in der rechten Abbildung erstmal bereit liegt. Und das dann natürlich auf der Webseite sich dann widerspiegelt. Aber ich finde hier auf der rechten Seite ist es ja irgendwie offensichtlich so ein bisschen nach Winter. Also unten liegen ein paar Winterpullover, aber du hast völlig recht, man kann das auch noch weiter sortieren. Aber ich glaube, das Bild zeigt schon ganz gut. So, pass mal auf, ich blende uns mal wieder ein. Jetzt traue ich mich auch, die Namen wieder drunter zu setzen hier. Guck, zack, zack. Genau. Aber das rechte Bild war super anschaulich, weil es eben wirklich in den Regalen drin liegt und in einer sauberen Struktur drin liegt. Und wenn man jetzt genau. Das Regal noch weiter aufbaut, könnte ja rechts noch ein Schuhregal stehen. Richtig, ja. Wir haben Schuhregale, genau. Also ich nehme gerne immer das Beispiel eines Schranks, weil das jeder hat. Wenn wir so Schrankfächer aufräumen, wir packen die Hosen zusammen, wir packen die Blusen zusammen, die Strümpfe sind in einem Fach. Das liegt eben auch nicht alles querbeet. Und so sollte das dann eben auch auf deiner Webseite schön sortiert bereitstehen. Ja. Und was heißt das jetzt auch für eine Webseite? Also was wäre jetzt da wirklich mal dein Tipp für eine Webseite? Wie macht man das? Genau, also Schritt Nummer zwei wäre dann, wenn die Themen klar sind, dass man diese dann natürlich auch in der Navigationsstruktur widerspiegelt. Weil ein Thema hat einen Bezug zum Keyword, zum Suchbegriff, zu dem du gefunden werden möchtest. Mhm. Und das muss sich halt in der Navigationsstruktur widerspiegeln, weil das natürlich wieder ein ganz starkes Signal an Google gibt. Schau, hierum handelt meine Webseite. Hierüber habe ich geschrieben. Mhm. So, und im Prinzip aus der Themenstruktur ergibt sich dann die Navigationsstruktur. Ich sehe oft Navigationsstrukturen, die absolut nicht aussagekräftig sind. Also am liebsten würde ich sagen, zeige mir deine Navigationsstruktur und ich sage dir, wer du bist. Du kannst es ja mal selbst probieren mit deiner Navigationsstruktur. Blende alles aus, blende Logo aus, blende den ersten Text aus, betrachte dir nur deine Navigationsstruktur. Bei vielen steht dann Home, Leistung, Über mich, ja. Arbeite mit mir und Newsletter-Kontakt. So, fertig. Absolut nichtssagend. Also wenn es natürlich der Platz und die Technik hergibt, dann bin ich immer eine Freundin davon, wirklich den Menüpunkt Leistung aufzufächern, wirklich in die wichtigsten Themenbereiche, das in der Navigationsstruktur, also in der Hauptnavigation oben direkt steht. Womit beschäftigst du dich? Ich möchte das kurz am Beispiel zum Beispiel vom Fotografen nennen, da macht sich das immer ganz gut. Das ist ein Familienfotograf zum Beispiel. So, dann heißt die Home, also die Startseite, nicht Startseite, sondern da steht schon mal Familienfotograf. Das ist schon mal der erste Suchbegriff. Im Text optimiert man dann vielleicht noch auf den Ort, auf Berlin. Also renkt die Startseite schon mal auf Familienfotograf Berlin. Ja. Weil dann der Menüpunkt Home oder Startseite dann nicht Home oder Startseite heißt, sondern Familienfotograf. Ich finde das essentiell wichtig. Genau, genau. Und letztendlich das Logo, also das ist ja das Logo, was meistens links oder in der Mitte steht, das führt ja intuitiv den Kunden wieder auf die Home, also auf die Startseite zurück. Das ist ganz intuitiv. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt eine Home ausgeschrieben, nicht mehr in der Startseite findet, klickt jeder 99,99%, klickt dann das Logo an und kommt auf die Startseite oder erwartet, dass er auf die Startseite kommt. Also brauche ich nicht nochmal Home daneben schreiben. Eigentlich klar. Wie ist das, Simone? Wie siehst du das mit diesen Seiten über mich oder arbeite mit mir? Was kann man da besser machen? Weil das ist ja wirklich absolut nichtssagend, ne? Ja, die Bezeichnung, also die Über-mich-Seite ist schon an sich wichtig, weil ja jeder wissen möchte, wer steht hinter der Seite. Aber man muss diese Über-mich-Seite auch nicht mit Über-mich bezeichnen, sondern kann da zum Beispiel den Firmennamen verwenden, ne? So wie dein Unternehmen heißt. In unserem Fall ist es ja die Alsa Digital GmbH.
dass man das dann dort reinschreibt. Oder wir haben ganz explizit unsere Namen. Ne? Wir haben eine Seite, die heißt Simone Sarotnik und die wird auch sehr oft aufgerufen. Also die heißt nicht über mich, weil über mich ist kein Suchbegriff. Ja. Aber mein Name wird, oder eben auch dein Name, dein Firmenname, das wird ja doch auch eingegeben bei Google und dann solltest du da natürlich auch ranken und niemand anderes. Oder arbeite mit mir, es ist ein Aufruf, du kannst, ist ja wichtig aufzurufen, aber dann machst du auf der Webseite im Inhalt, aber ja nicht in der so wichtigen Navigationsstruktur, weil da weiß man auch nicht, was sich dahinter verbirgt, dann benenn doch die Leistung, welche Leistung erbringst du. Also es ist super wichtig, dass man wirklich in der Suchmaschinenoptimierung klar, deutlich sich ausdrückt und Tacheles redet. Ja. Ne? Nicht so um heißen Brei herum. Also dann versteht's keiner. Ne? Da haben wir einfach zu wenig Zeit, auch wenn wir online unterwegs sind. Das muss sofort klar auf den ersten Blick erkennbar sein, worum geht's. Ja, und ich glaube, wenn man jetzt schon das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wenn man das schon umsetzt, dann kommt man weg von Home über mich, was hatten wir noch? Leistung. Arbeit mit mir, Leistung und Kontakt. Dann hast du halt schon quasi Familienfotograf und Fotografie und geht es dann weiter. Ne? Dann wird das schon eine Struktur, dann erkennt auch jeder, der draufkommt, von wo auch immer er draufkommt, von Social Media oder aus der E-Mail, Newsletter, bla bla bla, erkennt er, worum es geht auf der Seite. Ja? Wenn ich wirklich erst wieder klicken muss und scrollen muss und lesen muss, dann habe ich ja schon wieder keine Lust mehr. Und ich glaube, dass gerade Solopreneure, die, sage ich mal, ein kleineres Portfolio haben, oben in der Navigation mehr machen können als ein großes Unternehmen, was ein Riesenportfolio hat, weil die haben das Problem, die müssen erstmal wieder alles zusammenclustern, überlegen, wie heißt denn jetzt die Leistung, wie bezeichnen wir denn dieses Business Unit, wie man so schön auf Neuenglisch sagt, wie heißt denn die Business Unit? Um das dann reinzupacken, um dann wieder alles nach unten zu sortieren. Da hat es, glaube ich, ein kleineres Unternehmen oder auch ein Solopreneur einfacher, wenn es richtig bezeichnet ist. Also das ist, glaube ich, auch echt klar. Das ist natürlich toll. Mhm. Also ich will noch mal kurz auf das Beispiel von dem Fotografen zurückkommen, um das noch mal einfach genauer zu erklären. Also anstelle, dass ein Fotograf, ein Familienfotograf, Leistung oben in die Hauptnavigation schreibt, dann kann er doch wirklich die drei Hauptleistungen ausschreiben. Das ist dann vermutlich Hochzeitsfotografie, dann vielleicht Schwangerschaftsfotografie oder Babybauchfotos zum Beispiel und dann noch die Neugeborenenfotos. Das sind alles Unterthemen unter dem großen Thema Familienfotografie. Und dann eben Hochzeitsfotos, Babybauchfotos und Neugeborenenfotos. Das sind dann die einzelnen Themen, die einzelnen Container, die einzelnen Silos. Ne? Und dann kann man dann natürlich Hochzeitsfotos draußen, Hochzeitsfotos drin oder was weiß ich, Hochzeit, eine silberne Hochzeit, goldene Hochzeit. Da kann man dann in die Unterthemen gehen. Ne? Ja, also, absolut. Aber das ist alles wichtig, dass das wirklich ordentlich und sortiert ist. Ja, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch in der, also ich habe jetzt nochmal einen anderen Blickwinkel einfach auf diese ganze Idee. Das ist halt auch die Customer Journey, wie man so schön sagt, also wie der Kunde sozusagen geführt wird. Ne? Also fängt natürlich an mit vielleicht Verlobungsfotografie, dann Hochzeit, dann kommt der Babybauch, dann kommen die Kinder, dann kommen vielleicht Kommunion, Konfirmation und dann kommt Silberhochzeit. Das ist halt alles das Thema, wie sich eine Familie ja entwickelt. Und da hat natürlich ein Fotograf, der sich damit beschäftigt, ja auch die Möglichkeit, seine Kompetenz zu zeigen. Und wenn man bereits bei der Hochzeitsfotografie mit dem zufrieden ist, dann geht man natürlich mit wenn man schwanger ist, dahin und wenn die Kinder kommen, geht man dahin. Und dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Effekt, als wenn man jetzt sagt, ich mache noch Food und ich mache noch das. Und dann sagt man sich, beziehungsweise wenn es ganz klar kommuniziert ist, ne? Wenn du als Kunde auch merkst, dass da eine ganz klare Sache ist, stringent, die ist konsistent, du bist da gut beraten, der kennt sich da aus, der ist da der Experte, weil das Problem ist ja eigentlich, es gibt
viel zu viele von einem. Ne? In jeder Stadt gibt es 20 Hochzeits- oder Familienfotografen. Wie setzt du dich ab? Und halt so eine Form, um sich abzusetzen, ist dann eben schon allein klar zu kundzutun, was man macht, aber mit einem ganz klaren Fokus, dass man wirklich da auch der Beste ist. Ne? Jeder will ja immer mit dem Besten zusammenarbeiten. Und da fängt es schon an. Als wenn ich jetzt, ja, ich bin Fotograf, ich sitze da und da, ich mache alles und nichts. Ne? Das ist dann nicht anziehend, sage ich mal. Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, diese Kompetenz und auch den Spaß an der Arbeit, den man ja selber dann hat als, sag ich mal, Familienfotograf oder Familienfotografin, dass man das auch dann rüberbringt und dass das dann auch kompetent und authentisch letztendlich ist. Ne? Ja. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wie würdest du da rangehen an diese Sachen? Richtig. Also jetzt haben wir ja schon zwei Tipps gegeben, so muss ich halten, ja, zwei Tipps. Wir wollen ja noch ein bisschen Tipps heute mitgeben. Und wie wäre jetzt so dein Tipp, um da heranzugehen und sich da das alles mal so im Kopf, ist das eine, aber das muss ja dann noch irgendwo, mal irgendwo hin. Also die Ideen müssen erstmal klar sein. Ja. Ne? Die sind im Kopf und dann müssen die irgendwo niedergeschrieben werden. Da gibt es natürlich verschiedene Techniken. Jeder wird da sicherlich auch seine eigene Vorliebe entdecken, aber Tools sind da eigentlich die besten Hilfsmittel. Und da gibt es verschiedene. Ich weiß nicht, ich würde dann doch ganz gerne mit dem letzten Tool anfangen, was wir uns überlegt haben, nämlich mach mit mal, dem Post-its. Dass man wirklich mit Post-its arbeitet. Ne? Da kann man sich eine große Rolle Packpapier nehmen und dort erstmal nur auf die Post-its jedes einzelne Thema aufschreiben. Ne? Meinetwegen Fotografie für normale Hochzeit, Silberhochzeit, goldene Hochzeit, dann Schwangerschaftsfotografie, dann gibt es Neugeborenenfotografie und Babyfotografie, dann gibt es Einschulung, dass man sich diese ganzen Ideen, was man denn macht und ja, einfach auf diese Post-its einzeln schreibt, um die dann halt sortieren zu können. Und da kommt eine unwahrscheinlich gute Klarheit rein. Also ich mache das immer am liebsten am Fenster, an der großen Fensterfront. Habe ich schon gesehen bei dir. Da geht das gut, genau. Ich dachte, es wäre die neue Art von irgendwie von Gardina, aber ich habe dann auch dich ja von außen beobachtet und habe immer gedacht, macht sie denn da? Wird natürlich umgeklebt, ne? Wenn man dann so drei Schritte auch zurückgeht und das nochmal so auf sich wirken lässt und dann denkt man, nee, das passt doch da eigentlich gar nicht rein, dort passt das besser. Oder man bekommt mit, man hat zu viele Themen, dann muss man vielleicht die Babybauchfotografie und die Neugeborenenfotografie dann vielleicht in ein Cluster, in einen Container packen, weil man ja noch 5 andere Themen daneben hat und irgendwann ist ja die Navigationsstruktur auch begrenzt. Also wenn man sich das so visualisiert, wird natürlich vieles einfacher und ja, man kann das für sich alleine in einer Art Workshop machen oder dann natürlich auch in einer Mastermind, also mit Kollegen oder dann auch mit einem SEO-Experten. Ja, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Thema, was ich ja spannend finde, wenn man sagt, man arbeitet mit Kollegen oder so wie wir arbeiten ja mit Kunden. Und in diesem Fall ist es natürlich schwierig, wenn ich, sag ich mal, mein ganzes Fenster voll mit Klebis habe oder mit Post-its habe, um das dann halt dann wieder zu vermitteln. Deshalb bin ich da eher ein Fan von elektronischen oder ja digitalen Sachen. Dafür nutzen wir als Alsa Digital dafür zwei Tools. Und zwar innerhalb unserer Nextcloud, mit der wir ja auch Daten dann mit Kunden teilen und synchronisieren können. Und zwar ist das zum einen ein Mindmapping-Tool und zum zweiten ist das die Nextcloud Deck, nennt sich das Ganze. Das erkläre ich jetzt beides mal ganz kurz. Ein Mindmapping-Tool ist ein und für sich das, was du gerade gesagt hast, mit Post-its nur in digitaler Form. Das heißt, ich schreibe meine Ideen hin, tipp die schnell ein, drücke Enter, nächste Idee, Enter und kann dann diese Bausteine sozusagen per Drag and Drop, also Klick und Schieb, verschieben, kann die clustern, kann denen aber auch Prioritäten setzen. Ich kann zum Beispiel eine Webseitenstruktur
damit sehr, sehr schnell erstellen, weil ich auch sagen kann, okay, Kontakt, Impressum, Datenschutz ist fertig, Haken dran. Ne? Kann ich dann sagen, zack, zack, zack. Prio 1 ist Impressum, ne? Muss fertig sein, aber ist fertig. Also ich habe gleich den Blick auf das, was schon existent ist oder wo jetzt vielleicht auch jemand noch dran arbeitet und kann sozusagen diese Struktur in digitaler Form sehr, sehr schön darstellen mit den To-Dos, mit den Abläufen und kann das eben, wenn ich es digital habe, eben auch mit meinen Kollegen sozusagen teilen und kann auch von mehreren Seiten dann sagen, okay, der hat das erledigt, der hat das erledigt. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist das Tool Deck, was auch in der Nextcloud ist. Das funktioniert im Prinzip ähnlich wie Trello, nur dass wir es halt nicht als Trello-Board haben, sondern in der Nextcloud. Also ich stelle mir Karten zusammen, ich baue meine Struktur, kann auch das verschieben, kann dann die Sachen ransetzen. So, und Trello, da kenne ich mich nicht aus, weil ich das halt nicht nutze. Aber da hattest du da noch, kannst du da noch was dazu sagen oder war ich da jetzt schon? Also ich kann halt nur Deck erklären. Aber genau, also Trello ist ja genauso wie Deck, ne? Dass du da, genau. Also ich habe da immer dann die Listen genommen für die Hauptnavigation, genau. Und die Karten als Unternavigation. Und dann kann man das eben auch gut hin und her schieben. Ja, ja. Aber das Problem ist halt, dass manche Kunden oder viele Kunden dann Trello nicht nutzen, weil halt auch diese vielen Tools, das nervt auch irgendwann viele, ne? Jeder Berater oder Consultant kommt mit einem neuen Tool um die Ecke und da versperren die sich dann gegen. Und ja. Unsere, ja. Nextcloud, mit der Nextcloud sind sie vielleicht noch nicht Kunde oder noch nicht, wollen sie auch nicht ran. Also in der Praxis arbeite ich ganz viel mit Excel. Das geht natürlich auch mit einer, okay. Excel-Tabelle. Dann arbeitet man mit den Zeilen. Das ist natürlich ein bisschen sperrig, weil man da nicht so gut umbauen kann oder, naja, gut, man kopiert dann und baut dann wieder um. Aber halt, man muss ja sehen, dass es in der Praxis funktioniert. Ist dann nicht bequem, aber ist das einfachste, zugänglichste Tool. Also in Excel kann man sich natürlich auch so eine Navigationsstruktur abbilden. Kann man machen, ist aber im Schritt ist es für mich kurz nach Post-its, weil ich halt weder die Sachen teilen kann schnell, noch kann ich Prioritäten hintersetzen oder eben abhaken, was. Ja, doch, teilen kann man das dann über die Nextcloud. Ja, du kannst natürlich auch per E-Mail teilen. Ja, und runterladen. Ich meine ja auch zeitgleich dran arbeiten. Ne? Darum, ja, geht's, ne, das kannst. Aber gut, ja. ist eine Möglichkeit. Wir zeigen ja hier auch nur die verschiedenen Varianten auf, damit man einfach mal sieht, was geht. Man kann das auch am Whiteboard machen. Also man kann sich auch wirklich einen Zettel und Stift nehmen. Ne? Man kann es auch in die Steintafel, ja, also, setzen. Also gibt verschiedene, genau. Möglichkeiten. Ja, ja, ist ja so. Es gibt dieses Tool Miro.com, ne, was so total Post-its elektronisch abbildet. Damit kann man sicherlich auch gut arbeiten. Ich habe es einmal ausprobiert, war dann doch wieder ein bisschen kompliziert. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt für ein digitales, ja, Tool, mit dem, genau. man Navigationsstrukturen bauen kann. Genau. Genau. Also das wäre jetzt wirklich mal. Das ist eine spannende Frage, wie jemand, ja. das macht. Klar, absolut. Schreibt das mal einfach in die Kommentare unten rein. Das ist eine spannende Sache. Und wie gesagt, unser Tipp ist, weil wir sagen, wir wollen so wenig wie möglich Tools, und deshalb ist bei uns alles in der Nextcloud, wo ich halt diese ganzen Tools auch so schön drin habe, die sich dann eher so schön verknüpfen und dann so schön zusammenarbeiten und so. Ach, das ist schön, das ist einfach toll. Ja, schön. Von der Sache her haben wir also in der Zusammenfassung, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung, haben wir heute dir drei richtig schöne Tipps gegeben. Und zwar zum ersten, dass du für die Website-Struktur erstmal deine Themen durchclusterst. Dann als zweiten Punkt, dass du deine Themen sauber in der Navigationsstruktur unterbringst. Und als dritten Punkt haben wir dir jetzt noch 4 Tools genannt, mit denen man eine Navigationsstruktur und damit ja auch eine Webseitenstruktur erstellen kann. Das ist aber nur Teil 1. Ja? Also das ist nur ein Teil der Arbeit und das Thema ist ja Webseitenstruktur. Und heute mit dem Thema sind wir durch, mit dem Teil 1 sind wir fertig. Der Teil 2 wird spannend, der kommt dann in der nächsten Woche wieder am Freitag. Da gehen wir nämlich auf die Webseitenstruktur ein, also wie eine Seite, die man dann halt erstellt, in der Struktur aussieht. Das wird auch sehr spannend. Da stellen wir auch wieder so ein paar, geben wir dir wieder Tipps, wie man das halt macht, weil dann wird das Ganze rund.
So, und wenn dir das alles gefällt, kannst du dieses Video natürlich auf YouTube schauen oder auf Facebook dir anschauen. Folge uns gerne auf Facebook, abonniere den YouTube-Kanal, dass du immer auf dem Laufenden bleibst und ja, lass den Daumen hoch da, natürlich, selbstverständlich. Genau. Das ist immer ganz wichtig. Ja? Also Daumen hoch oder hier, Daumen hoch, ne? Alles hoch. Und ja, dann, Simone, denke ich, freuen wir uns auf den zweiten Teil. Das wird auch wieder sehr, sehr spannend. Genau, da freue ich mich auch drauf. Ja, mir bleibt nur noch übrig, Tschüss zu sagen, ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Genau, ich schließe mich dem einfach mal vorbehaltlos heute an und sage ciao.